Und damit einen wunderschönen Seid gegrüßt. Wir sind wieder zurück in Until Dawn und sind gerade mit Jessica unterwegs. Das heißt, wir dürfen sie steuern und befreien jetzt mal Sam und Chris aus der Seilbahn. Das habt ihr ja gestern schon gesehen und hier wollen wir heute weitermachen. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, das hätte ich sehen wollen. Das kennt ihr ja schon. Sozusagen ein kleiner Rückblick. Ja, klar. Wie es gleich weitergehen wird. Hey! Ja, ja, ja. Was ist denn das? Chris! Meine Güte! Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris! Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Wir beharren drauf. Das haben wir auch gestern gemacht. Das her, du Trottel. Bleiben in der Spur, damit wir auch das Ende erreichen. Ach, du bist so ein Idiot. Und ich nicht während der Aufnahmen, dann verschiedene Enden auf einmal entdecke, nur weil ich hier unterschiedlich gespielt habe. Das wollen wir ja im Nachhinein machen. Wir verraten nie Geheimnisse. Von wegen. Ihr kommt schon irgendwann selbst drauf. Okay, okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor. Ich warte noch kurz hier, ob sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Was? Ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Aha. Sam. Hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben und zu genießen. Sehr fein. So, an der Stelle hier. Können, wo die Seilbahn endet? Genau, hier machen wir weiter. Hier steigen wir jetzt richtig ein. Ich quatsch euch nicht mehr groß zu, denn wir wollen ja die Dialoge mitbekommen. Hier haben wir Emily, Mikes Ex. Mike kennen wir noch nicht. Intelligent, einfallsreich und überzeugend. und ich würde sagen, los geht's. Dann wär's nicht mehr so malerisch. Und wir haben Matt, Emilys neuer Freund. Motiviert, ehrgeizig, sportlich. Und der Dödel von Emily. Weißt du? Und wo wir ist werden der gleich sehen. Wenn man einen braucht? Ja, super. Ich bin der Gepäckträger. Gibt's hier eigentlich was? Nö, ist nur ein Stein. Da lag also kein Totem. Gänsehaut. Wir sind fast da. Nein, ich meine, ich krieg langsam Angst. Oh, ja. Das wird komisch, die anderen wieder hier oben zu sehen. Bestimmt nicht der normale Part. Meine, was glaubst du? Scheiße! Okay. Mike, Emilys Ex, intelligent, engagiert, überzeugend, Arschloch, danke. Das war nicht nett. Zu geil. Michael. Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte ja fast eine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lasst uns doch die Stimmung genießen. Die Stimmung genießen? Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Wir drohen, Mike. Hau ab. Michael, halt dich einfach raus. Emily und ich sind jetzt zusammen. Also komm klar damit. Ich sag's dir nicht nochmal. Haben wir uns verstanden? Tja, ich dachte, wir könnten das abhaken. Als Kumpel, aber... Ja, gut. Mike. Nein, nein, nein. Nein, alles cool. Ich gehe einfach weiter. Bin ganz vernünftig und so. Für mich ganz allein. Peace. Ich glaube, er hat's kapiert. Ist echt heiß, wenn du den Macho machst. Weißt du das? Oh, Mist. Was? Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Das kann ich warten. Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Okay. Beharren oder zustimmen? Ja, die will da eh nur zu ihm. Okay. Gut. Wenn es so wichtig ist, dann spiele ich Packesel für den Rest des Wegs. Aber du schuldest mir was. Entschuldigung. Na, dann sind wir eben quitt.
Ich überleg's mir. Sei aber vorsichtig. Wir sehen uns oben, Schätzchen. Dank dir. Sag doch, Dödel. So, wir lernen noch jemanden kennen. Dann haben sie fast alle. Ashley ist verknallt in Chris. Fleißig, neugierig, offen. Okay. So, wir können durchs Fernglas gucken. Ich glaube, das da unten ist entweder die Seilbahn oder halt die Brücke, wo die gerade waren. Nee, das ist die Seilbahn, weil da unten ist Jessica. Ha! Nicht schlecht. Oh, was geht denn hier ab? Wow, hallo. Matt und Emily. Du bist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. Schluss machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Oder sie weist ihm nur in den Schranken. Vielleicht diskutieren die auch nur. Oh Gott! Gott! Hey, wow. Tut mir leid. Alles klar. Leid, Ash, ich wollte dich nicht erschrecken. Muss das sein, ja, also, Matt? Ich meine, ich wollte dich schon erschrecken, aber nicht völlig verschrecken. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey, wow. Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay. Schon gut, schon gut. Was schaust du dir an? Ist irgendwas Spannendes zu sehen? Lass mich mal ran. Nein, wir wollen das ihm nicht zeigen. Nein, es ist irgendwie kaputt. Man sieht gar nicht richtig, was nur... Was? Ehrlich? Bestimmt sehe ich einen coolen Bären, der einen Fuchs frisst oder sowas. Wir beharren mal weiter. Nein, ehrlich, Matt, man kann wirklich kaum was sehen. Ich habe schon Kopfschmerzen nur vom Reinschauen. Also, nein, nein. Okay. Klar, wenn du sagst. So. Ihm die Schmach erspart, weil wir wissen ja nicht, was wirklich zwischen den beiden ist. Wir hätten jetzt aufheizen können, aber... muss ja jetzt doch nicht sein. So, Jessica. Obere Seilbahnstation, okay. Buch lesen oder aufs Handy schauen? Ich würde sagen, wir gucken aufs Handy. Bücher werden heute völlig unterschätzt. Wir gehen mit der Zeit und lesen ein E-Book. Oh. Das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Schneeball oder zur Bank laufen? Ich würde sagen, wir laufen zur Bank. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht. Und ausweichen. Zing! Mist. Da musst du dich schon mehr anstrengen. Oh, schön mit Musik eingeblendet. Sehr schön. Wo versteckst du dich, kleines? Zack. Wow. Ah. Hey! Und nochmal ausweichen. Oh. Ein Vögelchen. Hallo! Komm schon! Ah, oh, komm, ich triff dich. Hey Mike! Oh, haha! Okay, jetzt hast du mich. Schon manchmal ist es am besten, einfach nichts zu tun. Kannst du dich verstecken, Michael? Ich kenne all deine Tricks. Na, wir machen mal nichts. Das Vögelchen will ich nicht abschießen. Das arme Tierchen. Aber ihn treffen wir wieder. Oh, so geht das. Ich finde dich, Jeff. Und dann was? Wow. Es reicht. Oh, wow, ja. Nichts da. Jetzt bist du dran. Hab dich, das war's. Endstation. Hast du mich jetzt flachgelegt? Uiuiui, was für eine Anspielung. Ich glaube, das wüsstest du, wenn's so wäre. Okay, okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich hab gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeball-Queen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady,
Mike küssen oder Schneeball? Komm, den machen wir es nicht so leicht, Schneeball. Ah! Okay. Okay, jetzt bist du dran. Womit wir sind ja nicht so leicht zu haben hier. Tja, da fällt mir mindestens eine Sache ein. Ja? Aber du musst noch warten. Bis später. Wir sollten zur Lodge gehen. Ja, auch wenn es hier echt schön ist. Beinahe atemberaubend. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben für ziemlich lange. Vorausgesetzt, ich könnte mit dir rummachen. Nur rummachen? In Gänsefüßchen. Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Ja. Okay, wir sehen nochmal die Seilbahnstation. Und da ist auch noch jemand drin. Wer weiß. Wir sind wieder beim Psychodoc. Da sind wir wieder. Und wie fühlen wir uns jetzt? Wir haben kaum an der Oberfläche gekratzt in der letzten Sitzung, also gehen wir doch etwas tiefer dieses Mal. Dieses Mal versuchen wir, zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Okay. Männer machen mich nervös oder Frauen machen mich nervös? Ich weiß es nicht. So eine dominante Frau, die kann einen schon nervös machen. So, mit Touchpad blättern, okay. Krieg ich hin. Flugzeuge oder Gedränge? Ich denke, Flugzeuge machen mir mehr Angst. Höhe oder fürchte mich vom Ertrinken? Ich glaube, Ertrinken ist doof. Ratten oder Schlangen? Oh, ich nehme mal die Schlangen. Er macht gar nichts. Auch schön. Messer oder Waffen? Oh, ich bin mal eher für Messer. Schlangen machen mir Angst oder Kakerlaken? Ach, immer noch die Schlangen. Macht immer noch nichts. Clowns oder Vogelscheuchen? Definitiv die Clowns. Vor allem so wie der grinst. Blut oder Krähen? Ach, ich glaube eher Blut. Hey. Habe ich dich erschreckt? Verzeihung. Du machst das wirklich gut. Sei nicht nervös. Versuche es. Etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Okay. Spinnen oder Schlangen? Definitiv die Spinnen. Ist nicht so meins. Blut oder Nadeln? Da sind es definitiv die Nadeln, die mich ängstigen. Zombies oder Clowns? Immer noch die Clowns. Finde ich doof. Wölfe oder Nadeln? Definitiv die Nadeln, weil Wölfe sind cool. Stürme machen mir Angst. Ich habe Angst vor Nadeln. Ich habe immer noch Angst vor Nadeln. Habe ich leider auch wirklich im Realen. Ich gehe da ungern zum Impfen oder ähnliches. Danke dafür, dass du so gründlich. Spinnen, Clowns und Nadeln. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Das stimmt. Oh, wow. Tja, ich fürchte,
Unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Ja, und damit haben wir Kapitel 1 geschafft. Ich würde sagen, ich mache hier auch einen Break an dieser Folge und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder, weil dann gehen wir direkt in das zweite Kapitel. Das lassen wir noch durchlaufen. Und ich freue mich auf euch, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Dann gucken wir, was im zweiten Kapitel passiert. Wir müssten ja auch langsam mal oben in der Hütte sein. Und es fehlt ja noch einer der Gruppe. Wir haben bis jetzt 7 kennengelernt. Der 8. fehlt noch. Und damit verabschiede ich mich mit den Bildern. Macht's gut. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wir sehen uns. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erst mal zu Sam. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und ich musste nach hinten. Und neben Josh, als Banknachbarn. Boom. Schmetterlingseffekt.